So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Indian Truck Simulator mit unserem grandiosen Kapital von 2100 Dollar. Cool, das ist wirklich Dollar. Wovon wir schon 6000 versenkt haben, oder die 4000 waren es, glaube ich. Genau. Für diesen doch eher schlechten LKW. Vor allem hier kannst du doch nach hinten ganz leicht rausfallen, ne? Ich meine, der scheint wieder flacher zu sein. Also bei dem lohnt es sich dann vielleicht wieder, den zu kaufen. Da müssen wir aber noch ein bisschen sparen. Tja, hätte ich den anderen LKW nicht gekauft, müssten wir bloß noch 2000 ungefähr sparen. So müssten wir jetzt noch 6000 sparen. Scheiße. Naja, verkaufen kann man leider nicht. Was soll's. So, wir müssen erstmal so, genau. Und dann wollen wir mal eine andere Farbe benutzen. Wobei, erstens sehen die viel hässlich aus. Und zweitens, außer der Farbe ändert sich ja eh nichts. Von daher, let's go. So, wir sind schon Level. Oh, wir sind ja schon fast durch. Oh ja, das schaffen wir die Winterlevel auf jeden Fall noch ganz locker. So, wir müssen. Das war die Fallzeit nach da. Hier gibt es ja kein Firmenlogo. Auch nicht. So. Wir können in beide Richtungen. Ich fahre mal hier lang. Klingt mir vertrauenserweckender. Guck mal, da führt die andere Strecke lang, wenn wir die andere Strecke gefahren wären. Kannst du die Strecken hier einfach vorne einfach zusammenführen? Ja, doch, die Strecken führen vorne einfach zusammen. Okay. Wäre also egal gewesen, wo wir lang gefahren wären. Wir wären hier gleich rausgekommen. Gut zu wissen. Hab nämlich gerade schon kurz überlegt, ob ich die Strecke kurz vorm Ende einfach mal absichtlich verliere, um dann beim zweiten Versuch die andere Strecke mal zu fahren. Damit wir mal beide gesehen haben, aber so unterschiedlich sind sie scheinbar doch nicht. Na gut. Man kann von einem Spiel auch nicht zu viel erwarten, okay? Also von so einem Spiel. Schon wieder die Strecke hier? Also hier sind wir jetzt auch schon ein paar tausend Mal lang gefahren, ne? Ist das schon. Ja, ich weiß, ich hätte da schon ein bisschen früher abbiegen können, gerade eben, aber nachdem da uns letztens die Kisten hochgeflogen sind, weil ich da nicht ganz sauber drüber gefahren bin, ne, fahre ich da lieber ein bisschen vorsichtiger drüber. Denn sicher ist sicher. Ja. Lieber Vorsicht als Nachsicht. So. Mit dem Bus würde ich hier gerne mal fahren. Das würde bestimmt Spaß machen. Wobei bei den ganzen Kurven, also hier zum Beispiel, da würde der Bus doch locker aufsetzen, oder? Der hat doch gar nicht genug Bodenfreiheit. Muss ich jetzt hier geradeaus weiter oder nach links? Einfach mal geradeaus weiter. Der Pfeil da gerade eben, der war nicht sehr aufschlussreich. Vor allem habe ich schon noch keine Pfeile gesehen, die da oben so vom Horizont kamen. Also von oben nach unten gezeigt haben, so mit hier ist Ziel. Wir haben aber bloß noch 2 Minuten, ne? Diesmal ist das schon ein bisschen enger. Das Zeitfenster. Interessant. Und wieder schön durch den Tunnel durch. Ich hoffe, ich fahre hier nicht falsch.
Aber noch haben wir hier überall Pfeile rumfliegen. Oh, was denn der geht wieder hinten gerade. Der fährt ja voll schräg. Was ist mit dem los? Okay, wir haben noch 1 Minute 30. Die Zeit wird langsam ganz schön eng. Was ist denn hier los? Warum ist die Zeit bei dem Level jetzt so eng? Oder bin ich hier doch irgendwo falsch abgebogen? Ja, ich bin falsch abgebogen. Ich war gerade da, von wo wir kamen. Was? Ja, ich fahre gerade nach da, von wo wir kamen. Na, fahr doch mal. Okay, warum führen sie denn aber die Pfeile weiter in die Richtung? Guck mal, das ist das Ziel. Aber wir sind doch hier gerade gestartet. Okay, also entweder hat sich gerade mein räumliches Vorstellungsvermögen komplett verabschiedet. Oder wir sind gerade zurückgefahren, von wo wir kamen eigentlich. What? Vor allen Dingen auch die Zeit war erstaunlich kurz. Die war doch sonst nicht so knapp. Next Level. Okay, ich glaube, die Folge muss ich wieder mal nochmal im Let's Play mal als Video angucken. Irgendwas ist bei der Folge gerade schief gelaufen. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas auf jeden Fall. Wir sind schon wieder bei so einem Ding, wo man... Ah nee, hier muss man jetzt hier lang rausfahren. Okay. Also irgendwie habe ich hier gerade ein bisschen Angst, ne? Sehr suspekt. Ah ja, mal schauen. Sehr suspekt. Was? Was? Ist was rausgefallen? So rapid hat mich doch gar nicht gefahren. Nani? Okay. Oder ist wieder irgendwas rausgeschossen? Aufgrund von einem Glitch oder so? Weil wir transportieren ja hier diese Kisten. So fragil sind die gar nicht. Doch, die Straße führt doch auch nach da. Wieso können wir denn bloß hier rausfahren? Also wenn ich jetzt die Straßenführung nicht falsch einschätze, dann sieht die Straßenführung wirklich so aus, als wenn wir aus beiden Ausfahrten hätten rausfahren können. Oh ja. Okay, vielleicht ist das für ihn auch sowas passiert, dass die Kiste schon relativ weit rausgeguckt hat und deswegen rausgefallen ist. Ja, guck mal, wenn wir bei der anderen Straße rausgefahren wären, wären wir bestimmt hier rausgekommen, bei der Straße. Also, es hätte dann möglich sein müssen. Ja, wer weiß. So, wir mal wieder in die Ansicht hier. Also wenn ich das Level jetzt nochmal verkacken sollte, dann probieren wir mal die andere Ausfahrt. Ich will mal wissen, ob meine Vermutung stimmt. Boah, das ist zu schnell. Okay, noch alles drinne. Vor allen Dingen, nachdem es jetzt nach dem letzten Level so eng war mit der Zeit, traue ich mich jetzt gar nicht mehr, mir so viel Zeit zu lassen bei diesen Huglern. Weil ich Angst habe, dass ich dadurch dann doch zu spät komme. Wenn ich hier zu vorsichtig drüber fahre. Aber ich meine, dazu sind sie gedacht, dass man da langsam drüber fährt, also. Ne? Vor allem hier bei der Autobahn, wo man immer Angst haben muss, dass man direkt hängen bleibt, wenn man zu schnell fährt. Ach, guck mal, da ist jetzt schon direkt da das Ziel. Das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Hier haben wir jetzt wieder massig Zeit. Okay, weißt du was? Dann fuck off.
Ich starte mal Death Level dann nochmal von vorne und versuche dann mal durch den anderen Weg zu kommen. Hallo? Wo? Ach, da hinten. Ja. Diese massive Markierung hier. Kann ich einfach sagen, play again, oder gilt denn das Level als nicht geschafft? Ich mache mal erstmal home. Da müssen wir jetzt eigentlich schon fast bei Level 15 sein, ne? Play. Ja, wir sind schon bei Level 15. Cool. Das ging ja schnell. Aber vielleicht ist das jetzt auch so ein super extrem schwer Level, wo wir alle sterben werden. Einfach because we can. So. Dann mal gucken, ob mein räumliches Vorstellungsvermögen gut genug ist. Oder meine Vermutung vielmehr. Ist ja eher eine Vermutung, dass wir auch da rausfahren können. Probieren wir mal. Weil eben, die Straße geht ja auch direkt nach rechts weg. Und da hinten ist so eine gerade Straße. Guck mal da hinten. Das führt doch 1:1 in die Richtung, oder? Kannst du mir nur erzählen? Alter, wie groß diese Fässer hier sind. Was sind das für Dinger? Guck mal, da kommt unsere Straße. Ja, wir können auch wieder hier lang fahren. Ist wieder 1:1 das gleiche. Lol. Es funktioniert halt wirklich. Gutchen. Dann, ich habe doch gerade schon eben gesagt, Home. Hab das Spiel kaputt gemacht. ja, dann könnte man also wirklich beide Ausfahrten nehmen. Interessant. Sehr nice. Zum Glück gibt es ja keine Checkpoint-Systeme, scheinbar. Oh, 8 Minuten. Okay, das Level ist also doch ein bisschen länger, schätze ich mal. Was kann ich sagen? Okay, so, genau. Zum Glück gibt es für diesen Level anscheinend kein Checkpoint-System, sodass man vielleicht wirklich fahren kann, wie man möchte, solange man am Ziel ankommt in der gewissen Zeit. Was natürlich normalerweise bloß eine Route möglich macht. Aber in dem Fall wäre es mal interessant gewesen, ob ich mit der Strecke oder mit der Route hätte durchfahren können bis zum Ziel. Wäre mal ganz geil gewesen, ne? So, wir haben normale Fracht hinten drauf. Okay. Was macht denn dieses Level jetzt so besonders? Warum haben wir 8 Minuten Zeit? Oh, weil wir schon direkt verloren haben. Danke dafür. Weißt du was? Wir haben nur noch 13 Minuten Zeit. Ich mach's mal anders. Andersrum. Wir haben schon 13 Minuten, wir haben bloß noch 2 Minuten Zeit. Ich mach's mal anders. Ich fahre mal jetzt nochmal das 14. Level mit der anderen Streckenführung. Und das 15. Level machen wir dann in der nächsten Folge. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass die wirklich 8 Minuten dauern könnte. Ne, weil Level 13, das war ja auch extrem knapp von der Zeit her. Und vielleicht ist Level 15 genauso ein Level, wo wir wirklich die 8 Minuten brauchen. Deswegen würde ich jetzt die Gelegenheit gerne mal nutzen und mal gucken, ob mein Checkpoint oder mein Nicht-Checkpoint-Theorie stimmt. Meine Nicht-Checkpoint-Theorie stimmt. Deutsche schwere Sprache. Und jetzt einfach mal die Route hier fahren und gucken, ob wir denn wirklich so ans Ziel kommen und das Ganze dann noch als Ziel gewertet wird. Was halt cool wäre. Die Strecke ist ja zum Glück relativ kurz. Von daher sollte das in der Zeit noch passen. Ah, wir hatten wieder eine verloren gegangen gerade. Das war gerade schon ganz schön stuckerig. Aber da wir wissen, dass die Strecke relativ kurz ist, kann ich dann wieder schön vorsichtig fahren. By the way. Da vorne war ja schon das Ziel irgendwie, ne? Die Strecke war so ultra kurz. Ich würde halt lachen, wenn die LKWs sogar durch diese Absperrung einfach durchfahren können.
Also wenn die so eine Straße gesperrt ist, ne? Du wirst eigentlich gleich da sein, ne? Da müsste jetzt eigentlich schon direkt das Ziel kommen. Genau, da ist es. Ja, also die Markierung ist schon mal da. Und scheinbar ist das wirklich das Einzige, was zählt, dass die Markierung von Anfang an da ist. Und du musst halt nur innerhalb der Zeit in diese Markierung landen. Wie du es machst, ist egal. Siehst du, kriegen wir jetzt eigentlich für die Strecke auch nochmal Gold? Geld? Ja, siehst du? Fertig. Nice. Ah, gut zu wissen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Geld ich davor hatte. Und dann können wir gucken, ob wir dafür wirklich nochmal Geld bekommen haben. So. Bumm, 3600. So, da gucken wir mal ganz kurz, wie viel wir davor hatten. Ich mach ganz kurz hier das da. So. So, hier ist jetzt das von gerade eben. Da hatten wir 3100 gehabt. Ja. Genau, hier 3100. Das heißt, wir haben für die Strecke wirklich nochmal Geld bekommen. Cool. Das läuft doch. Das ist natürlich sehr annehmlich. Okay, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und machen dann mal die 8-Minuten-Strecke. Ja. Und da können wir auch vielleicht schon anfangen mit den Winterstrecken. Ansonsten 2 Folgen werde ich ja dann wahrscheinlich noch machen. Dann habe ich wieder insgesamt 8 Folgen. Und dann haben wir also auf jeden Fall noch mindestens 2 Folgen, wo wir dann nochmal Winterstrecken machen können. Da werden wir wahrscheinlich nicht alle schaffen. Außer die sind sehr kurz. Ja, mal gucken. Ja, von daher, bis dann.